Willkommen zum zweiten Video meiner Reihe Reisefotografie am Beispiel Teneriffa. Und im Teil 1 haben wir jetzt schon unser Equipment zusammengesucht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den wichtigen Parts, ob eine Reisefotografie gelingt oder nicht. Und zwar geht es in diesem Teil um die Planung und auch darum, wie kriegt man denn Reisefotografie und Erholung unter einen Hut. Als erstes müsst ihr euch fragen, was ist für mich eigentlich Erholung? Und das kann für den einen sein, früh morgens allein in den Bergen zu stehen. Und für mich ist es eben so, ich schlafe gerne aus. Erstmal ausschlafen, das geht ohne Kinder. Und dann früh gemütlich frühstücken, vielleicht nochmal am Pool liegen und die Spiele der NFL von der Nacht nochmal im Real Life anschauen oder nochmal ins Meer gehen, solche Geschichten, das ist für mich Erholung. Da hat sich der Norden von Teneriffa tatsächlich ganz gut angeboten, denn die ganzen Spots dort sind zum Sonnenuntergang wesentlich prädestinierter zu fotografieren als zum Sonnenaufgang. Und das sind so Sachen, die man auf jeden Fall in der Planung mit einbeziehen sollte, wenn man diesen Urlaub nutzen möchte zum Fotografieren und zur Erholung. Da ich weiß, was bei mir Erholung ist, ist der nächste Punkt gewesen: Jetzt muss ich irgendeine Ausgangsstadt finden, von der aus wir die Ausflüge machen können. Und die soll ein paar Punkte erfüllen. Zum ersten soll sie selber was zu bieten haben. Also ich will nicht unbedingt irgendeinen Ausflug machen müssen, um allein irgendwo hinzukommen, wo es irgendwas gibt, was man schönes fotografieren kann, sondern am besten bietet diese Stadt selbst schon einiges. Zweitens sollte sie so gut gelegen sein, dass man doch relativ schnell verschiedene Ausflugspunkte erreicht. Und für Teneriffa hat sich da Puerto de la Cruz angeboten im Norden von Teneriffa. Und da sind wir dann auch hin. Der typische Tagesablauf sah wie folgt aus: Ausschlafen, Frühstücken, Pool, wie gesagt. Und erst am Mittag oder Richtung Nachmittag sind wir dann irgendwo hingefahren und haben irgendeinen Ausflug gemacht und sind zu irgendeinem Punkt gefahren, den ich dann auch fotografieren wollte. Und ihr habt den Trailer gesehen und all die Motive, die ihr dort gesehen hattet, all diese Fotos, das ist in 7 Tagen entstanden und mit einer guten Planung klappt das eigentlich auch ganz gut. Wie gehe ich jetzt überhaupt das an? Wie finde ich meine Fotospots? Erstmal gehe ich zu Google und google dann zum Beispiel Teneriffa Sonnenuntergang auf Deutsch und auf Englisch und schauen wir mal an, was gibt es da so. Ich bin nicht so drauf, dass ich dann unbedingt genau diese Fotos 1:1 nachmachen will. Also ich gucke gar nicht so genau darauf, wie hat derjenige jetzt dieses Motiv fotografiert, sondern ich möchte mir einen Überblick verschaffen darüber, wie sieht eine Location aus. Wenn ich zu sehr darauf achte, wie die einzelnen Punkte ständig fotografiert werden, dann fühle ich mich in der Kreativität zu sehr eingeschränkt. Also ich möchte nur mal einen groben Überblick davon bekommen, wie sieht es ungefähr aus. Der nächste Anlaufpunkt ist dann Instagram und hier gucke ich dann unter den üblichen Hashtags, auch wieder Sonnenuntergang, Teneriffa, Deutsch, Englisch und verschiedene Varianten und schaue mir das so ein bisschen an. Aber auch hier versuche ich mich wieder überhaupt nicht davon beeinflussen zu lassen, aus welchen Perspektiven die Leute dort irgendwelche Motive fotografiert haben, sondern wie gesagt, Location-Überblick.
Es gibt ein paar Dinge, die schnell zu Stressfaktoren werden können. Und ich muss sagen, wir hatten die auch. Und es lag daran, dass ich ein bisschen aus Aberglaube gesagt habe, ich glaube erst aufgrund der Situation, die wir damals letzten November hatten, ich glaube erst, dass wir da sind, wenn wir auch da sind. Und habe mir vorher das alles nicht so genau angeschaut. Und so kam es dann dazu, dass ich teilweise erst am Tag überhaupt geguckt habe, wo soll es denn am Nachmittag hingehen. Und wo soll es zum Sonnenuntergang hingehen? Und ja, wenn man das so spontan macht, dann kann das schnell mal in Stress ausarten. Vor allem sind wir teilweise zu den Punkten erst so spät gekommen, dass im Prinzip keine Zeit blieb, die Location zu scouten und sich das genau anzugucken, sondern eigentlich war das Licht schon sehr, sehr gut zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen und dann musste man im Prinzip direkt liefern. Auch das kann ein Stressfaktor sein. Schnell fahren ist relativ schwierig auf Teneriffa. Es gibt sehr enge Straßen, dann gerade wenn man zu gewissen Locations kommt. Da muss man erstmal vernünftig durchkommen. Und ja, nächster Stressfaktor, zu viel Equipment mitschleppen. Das kann immer wieder sein. Es passiert wahrscheinlich jedem, der gerne fotografiert, immer mal, dass man einfach Sachen mitnimmt, die man am Ende sowieso nicht benutzt. Da muss man immer wieder selbst sagen, ja, wie viel ist man bereit mitzunehmen und wie viel sollte man eher zu Hause lassen. Klar, es ist immer riskant, wenn man auf Reisen ist, zu sagen, ich lasse jetzt ein bisschen was einfach zu Hause und am Ende braucht man es dann doch. Das ist ärgerlich. Aber in den meisten Fällen kommt man eigentlich mit dem, was man hat, ganz gut klar. Und so ein bisschen Einschränkung kann durchaus auch oft mal ein Booster in der Kreativität sein. Hier auf der Karte seht ihr die Punkte, die wir abgefahren sind. Also Puerto de la Cruz war, wie gesagt, der Ausgangspunkt. Ich habe das jetzt nur mal bei Google Maps verbunden. Wir sind natürlich nicht genau so gefahren, wie es jetzt hier steht. Aber interessante Punkte sind Masca, der Teide selbst natürlich, alles um den Teide rum. Dann gibt es da noch diesen einen Aussichtspunkt und die Hauptstadt hat einiges architektonisch auch zu bieten, zum Beispiel diese Oper. Und einer der schönsten Punkte überhaupt, fand ich, war der Strand Benicio oder wie er ausgesprochen wird. Da findet ihr einiges zum Fotografieren und der ganze Teil 3, also das nächste Video, wo es um Komposition geht, wird sich um diese Location drehen. Wenn ihr dann an so einer Location seid, habt ihr meistens natürlich dieses eine Motiv, was immer von allen fotografiert wird, meistens genau aus der gleichen Perspektive. Und da kann ich dann nur sagen, nehmt das ruhig mit, na klar. Fotos sind ja nicht umsonst, oder es wird ja nicht umsonst so oft fotografiert. Es ist natürlich dann meistens auch ein sehr schönes Motiv. Aber ich würde nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Und ich würde sagen, die Fotos, auf die man am Ende stolz ist, sind die Fotos, die anders sind als das, was sowieso schon jeder immer fotografiert. Das ist schon mal ein kleiner Teaser jetzt darauf, was im nächsten Teil kommt, nämlich Komposition. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich werde euch zeigen, wie ich komplett an dieser Location Benicio vorgegangen bin und zeige euch von den ersten Versuchen die Fotos bis hin zu den ein, zwei Fotos, die dann am Ende doch durchaus gelungen sind, meiner Meinung nach. Dieser ganze Prozess dahinter, den werde ich euch näher bringen. Außerdem werde ich mal zwei Fehler nennen, die ich häufig sehe, die viele Leute machen, wenn es genau um dieses Thema geht, Komposition bei Reisen, Reisefotografie. Also, bis dahin, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns.